So, Anastacia ist hier und sie hat ihren Hund mitgebracht. Your dog, he's so cute. He is. Brody's this Brody, name? Yeah. A very nice styling hat einen Zopf. Yes, yes, he's got style. Okay, let's talk about your music, okay? Love to. Dein Album wird nächste Woche rauskommen. Da sind quasi nur Cover-Songs drauf. They're just cover versions from German people, from German musicians. I know. Why did you do this? I know. It wasn't my idea. The producer came up to us and asked, I would love to do a German's cover album. And I was like, I'm so sorry, but I don't sing in German. He's like, oh, no. I want you to sing in English. And well, let's translate some German songs. And I was like, huh. And as we started looking, that's when Gambino came to the table. These are the best days. And I'm like, what? Then I was like, oh, listening to his music, now I understand. I can hear a little bit of the twang. Yeah. I guess in an interview he said he likes the way I sing it better than him. Okay, ich fasse kurz mal zusammen. Der Producer ist gekommen, hat gesagt, hier willst du ein Coveralbum machen mit deutschen Songs? Und sie so, nein, Deutsch ist nicht so meins. Und er so, nein, wir übersetzen die Songs auf Englisch. So, und dann kam Campino um die Ecke und sie hat sich so ein bisschen gewundert über seine Stimme, so ganz schön schräger Typ. Hat sich dann ein bisschen genauer mit seiner Musik beschäftigt und dann gesagt, ja, okay, der Typ ist einfach so speziell. Mittlerweile hat Campino wohl in einem Interview gesagt, die singt das Ding besser als ich. Du bist ja auch auf Tour. Yes. Du kommst im Dezember nach Deutschland, nach Oberhausen, nach Köln. 2 Tage vor Weihnachten. Hast du da nichts anderes zu tun? Don't you have to do any other things, other stuff before Christmas? I know. I literally finished the last show on the 23rd. Yeah. And then I pray that the weather's good enough to fly home. But if not, it's gonna be a German Christmas. Great. I gotta put in all my requests for what house would like to have me, because I'll be homeless. Also sie hat wirklich ihre letzte Show am 23. Dezember und dann hofft sie, dass das Wetter gut ist, sonst wird sie leider in Deutschland Weihnachten feiern müssen. Anastacia, so good to have you here. Oh, thank you so much. We're gonna hear one song. Here is Supergirl. Oh, yeah. Thank you very much.